Egal. Sehr gut. Na gut, dann sieht das halt scheiße aus. Forschung abgeschlossen. Okay, Forschung abgeschlossen. Es ist mehr Holz erforderlich. Hüller. Okay, ja, wie ist da? Zwei Stück. Ja, wir haben in diesem Level, in dieser Mission, endlich den letzten Zauber zur Verfügung mit dem Priester, und zwar Inneres Feuer. Erhöht die Schadenswirkung einer ausgewählten befreundeten Einheit um 10% und die Rüstung um 5%. Ich sag's mal so, Arthas wird damit zum Monster. Auch von seiner Rüstung her. Genauso werden Ritter zum Monster. Sie werden nicht so gut im Angriff sein, aber sie können wegstecken ohne Ende. Psch, mir halt ins Wort. Forschung abgeschlossen. Das ist gut, aber wir brauchen noch ein Haus. Das ist halt Trupp Nummer 1. Ist ein bisschen sinnlos, die als Trupp Nummer 1 zu machen, aber was soll's. Ich warte noch, bis das nächste Häuschen fertig ist. So, und jetzt werden wir erstmal Gold sammeln, bevor wir weiterkommen mit den Truppen. Wir machen ein paar Upgrades überall. Weiter ein Holz sammeln, der Gebäude hochkloppen. Das Holzproblem. Wir haben den Wald hier bald abgegrast, aber so richtig. Obwohl, das Gras ist ja eigentlich noch da. Lassen wir das jetzt mal so im Raum stehen und holen das Upgrade endlich. So, was wird hier noch gebaut? Was muss noch gebaut werden? Wir brauchen Holz. Ja, bis dahin haben wir das Holz. So, da brauchen wir nichts. Soldaten werden wir nicht mitnehmen, das lohnt sich nicht. Arbeit ist vollbracht. So. Bei dir weiß ich nicht, was du machst, genau. Du warst das. Hab ich die Wegpunkte irgendwie nicht auf den Baum gesetzt bekommen. Ach ja, unser zweiter Ritter. Der müsste... Ach nee, den waren gleichzeitig fertig. So. Hier kommt schon wieder ein großer Trupp. Obwohl, so groß ist der gar nicht. Das ist ein Mini-Trupp. Allerdings kannst du mal dafür sorgen, dass er aufhört. Okay. Das Licht ist meine Stärke. Der Turm ist ein bisschen beschädigt, aber das stört nicht. Die Helden sind auch schon Geschichte, besonders so. Okay, man sieht, der Gegner hat keine Chance. Marganisches Stützpunkt ist anscheinend nicht so die Härte. Okay, wir gehen auf den Arbeiter. Nein, wir gehen nicht auf den Arbeiter, wir bauen einen Arbeiter. Der arme Arbeiter. Holz. Holz, Holz. So, direkt danach das Upgrade für die Rüstung, denn wir müssen die Ritter hochkriegen. Ist meine Hilfe von Nutzen? Ja, halt euch gegenseitig. Halt den Ritter lieber. Bleib mit dir. In deinem Heim. Automatisch reparieren. Und du sollst jetzt direkt reparieren und danach wieder da rein. Truppenmäßig könnten wir mal das Bomber-Upgrade bauen, denn wir werden gleich den Gyrocopter mitnehmen im Angriff. Allerdings werden sie sonst nichts tun können. Und Muradin, du gehst bitte auf die Jagd. Mit dir habe ich was anderes vor. Ich weiß, dass hier so circa ein paar Creeps sind, die man töten könnte. Und Muradin noch nicht Level Up ist. Okay, ich muss jetzt ein bisschen auf die Update-Geräusche hören. Ja, haben wir sie auch schon. Ich habe mich ein bisschen in der Position vertan, aber so grob kommt sie. Angriff. Direkt nochmal dich stunnen mit dem Sturmschlag. Der macht sehr viel Schaden und danach ist der Gegner erstmal gelähmt. So sind sie auch ein bisschen verlangsamt. Und zwar in allen Hinsichten. Okay, du bist tot. Du bist tot. Ja, sie haben keine Chance. Man sieht hier ein Monster, das sich wiederbelebt, nachdem es stirbt. Ist ein bisschen hartnäckig, das Vieh, aber keine wirkliche Gefahr. Außerdem machen wir sehr viel Schaden mit den Distanzeinheiten. Weil er schwere Rüstung hat und schwere Rüstung ist anfällig für Stichangriffe. Das sind Stichangriffe. So, Ogre Kraftanschub plus 3. Das hat uns Kraft um 3 hoch und könnte noch nützlich werden. Arthas, was hast du? Volle der Kraft plus 1. Muradin, komm mal direkt nach hier oben. Wo läufst du lang? Den kürzeren Weg? Genial. Okay, genau. Ja, wir haben das Waffen-Upgrade komplett hochgepowert. Hier der Angriff auf Stufe 3. Hier der Angriff auf Stufe 3. Schützen haben im Vergleich zu den Distanzeinheiten von den anderen Fraktionen ja ziemlich viel HP, aber dafür nicht so einen hohen Distanzangriff. Ich glaube, so war das. Für einen Menschen hallo Bergkönig. Tauscht mal.
Den kriegt er. Und runter mit dir. Zu den Schützen. Ich glaube, ich könnte mit den Schützen auf hier hoch. Das macht keinen allzu großen Unterschied mehr. So, wir bauen noch zwei weitere Priester. Ja, ich war beinahe vertan. Jetzt können wir langsam bauen. Wir haben genug Gold angestaut. So, damit das Essenslimit nicht stört. Und danach könnt ihr wieder Holz hacken. Genial. Ihr kommt gerade rechtzeitig. Da kommen Lufteinheiten ohne Ende. Nach hinten. Okay, Arthas, ich brauche dein tolles heiliges Licht. Okay, man sieht, wir haben keine Chance, die Gargoyles. Heilen. Ja, da fällt einer nach dem anderen. Jetzt geht das noch schneller. Okay, aber wir haben jetzt das letzte Upgrade für unsere Priester. Und das heißt, wir werden dieses auch, ja, benutzen. So, und zwar will ich das drei Stück meiner... Ne, machen wir zwei. Zwei Stück meiner Priester diesen Zauber automatisch wirken werden. Und jetzt mal nur so zum Demonstrieren mit ihm hier. F ist der Hotkey, da drauf, da drauf. Man sieht, Arthas macht so plus 25 Schaden, hatte Rüstung ohne Ende, bei ihm kommt nur die Hälfte an. Bei ihm ist es noch ein bisschen extremer und er kriegt auch ein Upgrade. Das ist das Genialste an den Menschen, würde ich sagen, in der Kampagne. Sie sind einfach nur unüberwindbar. So, Muradin ist Level Up und wir skillen sein Ultimate. Wie diese aussieht, seht ihr gleich. Auf jeden Fall erhöht er seine HP um 500, Schaden um 20, ja, und Rüstung um 5. Und das 60 Sekunden lang. Man könnte es als kleinen Wutanfall bezeichnen, ja. Okay, wir brauchen weiterhin Ritter. Ein Druck passt noch rein. So, wir können ein paar Zauberinnen mitnehmen. Zauberinnen können wir jetzt auch auf Meister ausbilden. Sie können als erstes verlangsamen wirken, deswegen will ich sie haben. Dann können sie noch Unsichtbarkeit auf eigene Einheiten wirken, was meiner Meinung nach ein bisschen nutzlos ist. Und dann ihre Ultimate, ihr Meisterskill ist, ich glaube, Verhexung oder Verzauberung heißt es, den Gegner in ein Schaf verwandeln. Das kann einem so einige Gefahren ersparen und ist doch echt lustig. Upgrade. Und ich müsste mich nochmal kurz muten. Kurz die Aufnahme unterbrechen wäre sinnvoller gewesen. Ich musste mich immer äußern. Jetzt wisst ihr auch, wie es weiterhin, weswegen es weiterhin so geschehen wird. Wenn mal kurz ein kleiner Schnitt ist. Haben wir echt das Essenslimit erreicht? Ist ja öde. So wenig Range Units, Melee Units. Naja, haben wir wenigstens noch die Zauberin. Okay, das letzte Upgrade ist fertig. Ein Schild von 12 plus 4,5 ist 50. Was ficht euch an? Plus inneres Feuer ist 56%. Einfach nur herrlich. Okay. Weiter können wir es nicht mehr hochtreiben, meine ich. Okay. Den Elite-Trupp. Nicht sehr viele, aber reicht. Unser Captain ist übrigens gestorben. Ja, mach mal den Turm da kaputt. Da wird nicht mehr gebaut. Zurück. So, du musst geheilt werden. Ihr kommt hinter die Linien und könnt den Zauber verlangsamen wirken. So. Wir nehmen alle Priester mit in Top 2, sagen ihnen, sie sollen auch aggressiv nach vorne. Dann die Zauberin, so ein Mörser-Trupp, Panzer und Gyrocopter bilden Top 3. Ja, mach mal den kaputt. Okay. Wir werden nicht mehr lange aufgehalten, wir stürmen vorwärts. Das war der wohl größte Fehler, den wir Untoten hätten machen können. Denn, ja, wir haben uns ein wenig gereizt und wir brechen raus. Man sieht, der Panzer zieht schöne Spuren im Schnee. Detailverliebtheit mal wieder aus dem Haus Blizzard. Okay, letztes Upgrade noch eben reinhauen. Wenn es ankommt, haben sie noch ein bisschen mehr Mana. So, Angriff, aggressiv da rein. Macht das Lager dem Erdboden gleich.